Virtual Sports. Willkommen bei Virtual Sports, mein Name ist Sirius und heute begrüße ich euch zum dritten Teil der Astro A40 Headset-Serie, die wir im Moment präsentieren. Im ersten und im zweiten Teil haben wir euch ein Unboxing und ein Connecting des Pro-Gamer-Headsets gezeigt, was seit neuestem in Deutschland verfügbar ist. Im dritten Teil unserer Serie wollen wir jetzt einfach ein ganz klein bisschen mehr darauf eingehen, welchen Klang hat das Headset, wie ist es verarbeitet, wie schaut es aus, wie sitzt es, welche Sprachqualität bietet das Mikro, wie gut lässt es sich einstellen und anpassen an den Kopf, drückt es nach Stunden, nervt der Mixamp mit irgendwas oder ist hier alles perfekt. Und um das noch ein bisschen besser zu vergleichen zu können, haben wir uns heute noch ein zweites Headset dazugenommen, was wir quasi parallel präsentieren möchten, beziehungsweise eigentlich als Vergleichsmodell dabei haben. Und das ist das X41 von Turtle Beach. Erster großer Unterschied sicherlich, X41 gibt es schon ein bisschen länger auf dem deutschen Markt. Sehr beliebtes Headset, ist ein Wireless-Headset, besteht halt aus Kopfhörer und Sendestation. Während das Astro halt noch ganz normal kabelbetrieben wird, das heißt, ihr müsst schon ein bisschen Schnur legen quasi. Das Astro selber ist zum Beispiel auch deutlich teurer, als wie das X41 ist. Das Astro A40 liegt im Moment so bei rund 230 Euro, während das Turtle Beach Ear Force X41, so heißt es ganz korrekt, für rund 150 Euro erhältlich ist. Sprich, das System von Astro Gaming ist in etwa hier in Deutschland 80 Euro teurer, muss per Kabel getrieben werden. Was ist also dran? Was bekomme ich hier mehr für meine 80 Euro geboten? Im ersten Moment kann man ganz klar sagen, dass das Astro A40 einfach das wesentlich hochwertigere Headset ist. Nehmen wir jetzt mal das X41 hinzu, was jetzt wirklich auch kein schlechtes Modell ist. Für den Einsteiger wirkt das alles so ein ganz klein bisschen labbriger, während das Astro A40 wirklich also fast eine perfekte Qualität hat. Es fühlt sich stabil an, aber es fühlt sich nicht schwer an, während das X41 auch leicht ist, aber auch irgendwie so ein ganz klein bisschen labberig. Das ist alles so ein bisschen weich und das erfüllt schon voll seinen Zweck, aber das Astro bietet einfach mehr. Die Polsterung auf den Innenseiten in den Ohrmuscheln, die Ohrmuscheln sind unheimlich groß, muss ich sagen. Also selbst ich mit überdimensionierten Ohren oder auch mal, wenn ich eine Brille trage beim Gamen, damit ich auch mal einen treffe, muss sagen, komme damit prima klar. Das Ganze ist wirklich weich gepolstert, hat aber jetzt nicht so eine sehr dichte Wirkung, sag ich jetzt mal. Also von schwitzenden Ohren oder heißen Ohren ist hier eigentlich nicht zu merken. Also das sitzt wirklich überraschend nach Stunden noch sehr komfortabel. Das ist in sich, hat es mehrere Gelenke, wo man zum einen die Höhe für den Kopf verstellen kann, aber auch so in sich lässt sich das Ganze ein bisschen drehen und vielleicht an die jeweilige Spielsituation, ob ihr eine Brille tragt oder was weiß ich, noch anpassen, ob ihr vielleicht ein Ohr weiter vorne oder weiter hinten habt, weiß ich jetzt nicht. Insgesamt ist dieses ganze Teil einfach wesentlich robuster. Ja, also das ist hier mehrfach verschraubt, von innen kann man sehen. Die Kabelführung ist irgendwie unheimlich sauber. Es gibt halt irgendwie keinerlei Spaltmaße. Alles ist echt wunderbar ineinander eingepasst. Wenn man jetzt das Mikro rausnimmt, die Anschlüsse, ich hoffe, man kann es sehen, die Anschlüsse sind vergoldet. Die EarTags lassen sich variabel hier mit einem Polster betreiben oder halt nicht. Das Polster bewirkt eine erhöhte Außendämmung, also ob man draußen mehr wahrnimmt oder nicht. Wie ihr spielt, ist halt eure Sache. Der Sinn und Zweck mag wohl sein, dass man auf einer LAN diese Polsterung in den Innenteil hinter den Tags weglässt, damit man quasi auch seine Mitspieler oder eine eventuelle Ansprache, einen Jubelruf von draußen noch hören kann. Weiterer Vorteil des Kopfhörers ist einfach der wirklich perfekte Klang. Also wir haben hier eigentlich nicht solche technischen Spielereien wie irgendwo ein Bass-Boost-Knopf oder sonstiges. Du setzt das Ding auf und das Ding hat echt einen geilen Klang. Du stellst hier den Sound laut und leise. Rot markiert schon das Maximum, aber ich muss gestehen, ich spiele es auch auf einer relativ hohen Stufe. Bei dem unteren Regler stellst du einfach ein, inwieweit dabei der Game- oder der Voice-Sound zu hören sein soll. Es steht hier auf mittig,
Ich muss sagen, wenn man ein bisschen mehr hören will, kann man ruhig auch in Richtung Voice tendieren, wenn man spielt. Vorteil bei dem Xbox Live Chat ist, dass das Astro sich einfach sauberer anhört, sag ich jetzt mal. Während bei dem X41 verschiedene Features dazugehören, wie ein Voice Boost, muss ich sagen, merke ich den hier im Spiel eigentlich nicht. Das Gerät schaltet quasi, wenn die Lautstärke im Game, also wenn zum Beispiel eine Granate explodiert oder sowas, soll das Gerät den Voice-Chat ein bisschen anheben, damit man seine Kollegen immer noch hören kann. Ich muss sagen, im eigentlichen Spiel merkt man das nicht. Das sind alles so Features, die sind auf dem Papier zwar vorhanden, aber wirklich funktionell ist das Ganze eigentlich nicht. Genauso gibt es hier einen Effektsknopf, quasi Bass an, Bass aus. Ich muss sagen, mit aus kann man es eigentlich gar nicht spielen, weil es sich dann furchtbar anhört. Im Grunde muss man den immer eingeschaltet lassen. Das Astro hört sich im Gegensatz zum X41 einfach wesentlich, wesentlich fetter an. Ja? Das fängt damit an, dass ihr vielleicht wirklich mal eine Kampagne spielt oder irgendwie ein Guitar Hero spielt oder so, wo man wirklich zufrieden mit ist. Ja? Also wer das gewöhnt ist, über eine hochwertige Surround-Anlage zu spielen, wird mit einem Shakun sicherlich nie zufrieden gewesen sein, aber auch das X41 muss einige Abstriche machen im gesamten Soundvolumen, einfach in einem Bassdruck, wie sich das Ganze räumlich anfühlt und anhört. Ist das zum Spielen okay? Ja, das ist eine Variante, wenn man keine Lautsprecher nutzen kann, weil man abends nicht die Nachbarn verärgern will. Hier habe ich aber einfach eine Variante, wo der Sound wirklich hochwertig ist. Ja. Darf man sicherlich auch bei einem 230-Euro Produkt erwarten. Das Astro löst die Aufgabe hervorragend, zumal auch die Ortung mit dem Astro wirklich super ist, muss ich sagen. Modern Warfare Spieler oder in Zukunft Black Ops Spieler werden sich doch hier einige Vorteile mit erarbeiten können, da es sich einfach wirklich präzise orten lässt. Was man immer wieder merkt, ist, dass man, wenn man von einem Headset auf das andere umsteigt, das X41 habe ich jetzt rund ein Jahr lang benutzt, das Astro benutze ich jetzt seit rund 2 Wochen, ist eine kurze Eingewöhnungszeit, dass man sich an den Klang und an die Ortung ein bisschen gewöhnt. Ich muss sagen, nach diesen ersten Tagen bin ich mit dem Astro eigentlich zufriedener gewesen. Einzigsten Nachteil, den das Astro ehrlich gesagt hat, ist, dass es im Gegensatz zum Turtle Beach sich nicht am Kopfhörer selber bedienen lässt. Am Quick Connect Stecker gibt es lediglich eine Mute-Funktion. Hier hätte ich mir vielleicht doch gewünscht, dass man hier noch die Lautstärke des Voice Jets separat regeln lässt. Das ist hier im Moment nicht der Fall. Da ist das X41 ein ganz klein bisschen besser aufgestellt, muss ich sagen, von diesen Features her. Das wird halt angeschlossen ans Xbox Pad mit einem normalen Kabel. Das heißt, hier kann man vielleicht ganz schön sehen, hier kommt das Pad rein, beziehungsweise das Kabelpad rein, dann wird das Pad angeschlossen. So und so ist das ganze Ding schon fertig. Die X41-Station wird mit USB mit Strom versorgt und lässt sich hinten halt ganz normal mit Lichtleiter anschließen oder Cinch-Kabel. Am Sender selber stellt man eigentlich gar nichts ein. Das Ding kommt auf die Box und funkt durch die Gegend. Und die Einstellung, die man machen kann, ist, am Kopfhörer selber lässt sich hier die Lautstärke regeln und am zugehörigen Lautsprecherkabel lässt sich halt muten und hier mit einem ganz kleinen Rädchen der Voice Chat hoch und runter regeln. Das ist sehr komfortabel, muss ich sagen. Das ist von der Bedienbarkeit irgendwie wirklich hübsch gelöst. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie hin und her rennen, ihr könnt einfach während des Spiels kurz mit einer Hand ans Headset greifen und da laut und leise machen. Größter Nachteil für mich ist eigentlich das Funksystem. Das X41 wird hier mit zwei Batterien betrieben, die vielleicht, na, sag ich jetzt mal, 2-3 lange Zockerabende halten sollten. Klar kann man jetzt sagen, Mensch, hau da mal die Akkus rein, aber die Dinger sind doch relativ häufig leer und sobald das Gerät ausschaltet, gibt es echt ein fettes, fettes Störgeräusch. Das heißt, da gibt es ein richtig dickes Brummen auf die Ohren. Und ich habe doch mehr als wie nur eine Situation erlebt,
wo das Gerät quasi in einer Situation, wo es mir gerade nicht passte, mal eben ausgegangen ist. Zudem erzeugt das Wireless einfach auch ein gewisses Grundrauschen. Das bedeutet, in einer stillen Situation, wie zum Beispiel im Dashboard oder so, merkt man dem Gerät doch ein leichtes Surren an. Hier und da habe ich auch schon mal so ein Fehlknacken gehabt von irgendeiner Störfrequenz, sei es jetzt irgendwie vielleicht vom Mobilfunk-Handy oder vom Wireless-Router, wie auch immer. Das Gerät funktioniert gut. Es ist für Gelegenheitszocker auch wirklich gut geeignet. Man hat eine gute Ordnung. Es ist leicht zur Handhaben, wie gesagt, hingestellt, Kopfhörer auf, fertig. Aber wenn man wirklich dicken Klang haben will und wirklich, sag ich jetzt mal, ein bisschen fetter ins Geschäft will, dann kommt man quasi am Astro kaum vorbei. Das Astro ist für mich, muss ich sagen, das bisher beste Headset, was ich jemals getragen habe. Einmal sieht man damit unheimlich Pro-Gamer-mäßig aus. Ich hoffe mal, man sieht es. Das MLG-Logo ist halt immer mit dabei. Das ganze Gerät kommt mit extrem viel Equipment, sei es mit dem Hardcase, in dem man es verpacken kann, sei es mit allen Kabeln und Einstellungen. Der Mixamp macht eine wirklich super Arbeit. Das Gerät ist auch grundsätzlich lauter als das X41. Alles ist sehr, sehr gut verarbeitet. Einzigster Haken dabei ist, man muss das Gerät irgendwie in seiner Nähe haben. Sprich, man muss eigentlich zwei Kabel hinten raus für Strom und Lichtleiter haben, die zur Box gehen. Und wieder zwei Kabel nach vorne, die zum Mikrofon gehen, die zum Headset gehen und somit natürlich auch zum Mikrofon, damit ihr den Voice Chat nutzen könnt. Kurzes Fazit oder endgültiges Fazit wäre, das Astro A40 ist im Moment wirklich das mit Abstand fetteste Headset, was ich jemals getragen habe. Ist eine absolute Kaufempfehlung, auch wenn es vielleicht 230 Euro kostet. Das Gerät lässt sich am PC und an der PS3 ganz genauso anschließen und ist im Moment für viele Jahre sicherlich vorgerüstet. Wenn man auf die LAN gehen will, gibt es noch den Daisy Chain Adapter, mit dem sich in dieser Form dann mehrere Geräte aneinander anreihen können, womit man quasi seinen eigenen Party-Chat veranstaltet. Kurzum, fettester Klang, echt perfekte Soundortung und das Gerät, das Headset, geht einem auch nach Stunden nicht auf den Keks. Ein ganzer Spieleabend mit 5-6 Stunden, sei es Guitar Hero, Modern Warfare 2, Halo oder was auch immer, ist damit problemlos möglich. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, wenn ich jetzt wirklich mal eine Kampagne spiele und zum Beispiel kein Headset dran habe, dass das Ding sich einfach bequem trägt und keine Einbußen macht im Gegensatz zum X41, zum Shakun oder so. Also wenn ich früher schon mal eine Kampagne gespielt habe mit Kopfhörer, weil ich niemandem auf den Sack gehen wollte, dann hat man immer doch gemindertes Sounderlebnis. Ja, also die Firmen hauen heute schon einiges an Effekten raus. Das bekomme ich halt bei einem normalen oder günstigen Headset nicht mit. Setze ich es auf so ein vollkommen hochwertiges Produkt, habe ich einfach einen genauso geilen Klang, als würde ich ein Surround-System benutzen. So, last but not least, würde ich das endgültige Fazit, würde ich sagen, das Astro A40 Gaming Headset ist das mit Abstand beste Headset auf dem Markt. Und wenn ihr eine Kaufempfehlung für irgendwas haben wollt, dann kauft echt das Teil, wenn ihr das Geld übrig habt. Wenn ihr nicht ganz so viel Geld übrig habt, kommt ihr auch prima mit einem X41 klar. Für einen Multiplayer liefert das X41 auch wirklich eine gute, bequeme Arbeit. Wer da ein bisschen ambitionierter sein will, vielleicht vorne in den Ligen mitrocken will, vielleicht mal auf eine LAN spielen will oder sich auch ein bisschen einfach so Pro-Gaming-Feeling nach Hause holen will, das Astro A40 ist echt ein sehr, sehr geiles Gerät und meines Erachtens im Moment die beste Wahl, die man beim Kauf treffen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude bereitet und wenn ihr noch Fragen zu dem Gerät haben solltet, einfach in die Comments rein und ich wünsche euch was. Ciao, euer Sirius. Astro A40.